Recht herzlich willkommen zur 185. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, gucken wir mal, wo unsere Rakete ist, die wir jetzt hier hochbringen wollen. Das ist die. Das können wir dann machen. Ziel ist anvisiert. Wir müssen nur schauen, dass wir das jetzt richtig ausrichten, ne? Ja. Achso, das. Ne, Manöver ist Hand. So, da müssen wir hinsteuern. Und dann warten wir noch die Zeit ein bisschen ab. Aber das ist nicht mehr lange. Dann passt das. Oder sollte das passen? So, ich glaube, ein klein bisschen noch nach links. So, und dann sollte es schon passend sein, oder? So, und dann müssen wir jetzt Schub geben. Wenn die Zeit ein bisschen runter noch gelaufen ist, oder? Machen wir gerade ein klein mal ein bisschen schneller. Und dann wieder normal schnell. Und dann gucken wir, dass wir jetzt irgendwann Vollgas geben. Weiß aber nicht wann, ne? Wird schon passend sein. Ich weiß nicht, Z funktioniert nicht mehr. Da ist irgendwas mit der Tastatur nicht mehr in Ordnung. So, jetzt müssen wir noch einiges brennen. Und an sich zentrieren. Müssen wir mal gucken, wann der da kommt oder so. Sieht das hier gut aus? Ich weiß nicht. Glaub schon, aber ne, oder? Ich glaube, ein klein bisschen müssen wir höher. Aha. Klein bisschen korrigiert. Und hoffen, dass das jetzt passt. Und irgendwann kommt er hier hin. Wollen wir hoffen, ne? Zum Schluss geht er sehr schnell, oder wie war das, ne? Na, 1 Million. Sieht hier ganz gut aus, glaube ich. Noch. Sieht soweit gut aus, denke ich. Jetzt wird er auch schneller größer, glaube ich. Ja, 300 noch. Noch. Hundertvierzig noch. 130, 120. 100. Siebzig, 60, 50, 40, 30. 40. 30, 20, 10, Stopp. Oh, hat er natürlich jetzt wieder den Stopp nicht genommen, ne? Es ist zum Mäusemelken, weißt du das? Jetzt drehen wir das Ding aber nochmal um. Geben da nochmal Schub. Dann kommen wir da wieder zurück mit dem Ding. Definitiv. So, jetzt können wir das nochmal fein justieren, wenn. Ja. Das kann weg. Und jetzt müssen wir nochmal zurück auf unsere Position hier.
Manöver hinzufügen. Nochmal auf den Windows zurück. Da ist er. Wo ist er denn jetzt? Ne, da ist er, ne? Ich möchte jetzt nicht zum nächsten Manöver vorspulen. Nein, ich möchte einfach nur ihn auswählen. Der ist aber da, deswegen funktioniert das auch nicht. Da hat er uns. So, jetzt nochmal gucken. Wie wir korrigieren müssen. Das da ist unsere Flugbahn. Okay. Aber wir müssen mal jetzt den ziehen hier noch. Oh, das war zu viel. Okay. Das kommt schon mal so ungefähr dahin. Und jetzt noch ein bisschen näher ran. Und dann kreuzen wir da schon wirklich, glaube ich, die Bahn. Gut, dann müssen wir hier noch ausrichten wieder. Haben wir denn hier oben noch? Ist noch genug drin, glaube ich, oder? So, jetzt müssen wir hier einmal Schub geben. Und gut ist. Ist das unsere Bahn? Ich glaube ja, ne? Nee, das ist nicht unsere Bahn. Die ist da. Was ist das denn jetzt wieder für ein Shit? Oh. Was war das jetzt? Nee. Retro. Ja, das hat nicht geklappt, was wir da gerade vorhatten. Das ist weg. Und... So, jetzt müssen wir erst nochmal das Triebwerk haben. Weil das haben wir ja jetzt gelernt, dass wir das erstmal runtersetzen müssen, um fein zu justieren, ne? Okay. Wieder auf die Karte. Oh, das ist aber verdammt nochmal viel gewesen jetzt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das da machen können, dass wir das näher rankriegen, ohne dass wir jetzt irgendwas... Okay, das war nicht das Richtige und wir sind jetzt hier auch ein bisschen falsch unterwegs. Ja, ich glaube, wir fliegen jetzt bis hierhin. Und korrigieren da dann, oder? Anders funktioniert das sowieso nicht. Okay, da hinten ist jetzt natürlich, das Korrigieren da hinten bringt uns natürlich sehr viel, weil wir da ganz wenig Sprit nur brauchen, um das zu machen, ne? Vielleicht sollten wir da nochmal hin. Ja, nee. Dann müssen wir das machen und dann Backspace machen. Dann kommen wir hier raus. Manöver hinzufügen, dann wieder zum Minmus hin. An sich zentrieren. Und dann müssen wir das da nochmal einstellen. So. Okay. Das war zu viel des Guten.
Ja, das hat gut geklappt. So, das Licht an. So, jetzt müssen wir nur da auf dieses Fahnenkreuz mal kommen. Und dann müssen wir ganz wenig brennen und dann klappt das schon. So. Wenn ich das jetzt mache, dann ist das verkehrt. Der brennt falsch rum. Kann doch nicht sein, oder? Ich hab doch hier das Ziel. Sitzen. Und der geht weg. Wo ist da das Problem? Weil wir vielleicht noch zu weit weg sind? Nee, ne? Hier vorspulen. Und sich zentrieren. So, jetzt sind wir passend, ne? Und ja, jetzt geht das, glaube ich, auch in die Richtung, die wir wollen. Okay. Das ist schon ganz gut, denke ich mal. Das können wir jetzt auch so lassen. 1024 ist hier. So, nächstes Manöver. Können wir hier machen. Und dann gibt es da einen Orbit oder was? Wo ist denn das Ding jetzt? Warte, wir müssen erstmal den da hinten ausschalten. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Und hier ist er. Und den setzen wir mal noch da. Und bremsen dann einfach ein. So müssen wir das machen. Ja, ist dann hier nicht passend. Nein, das war jetzt falsch rum, so ist richtig rum. So, jetzt bitte einmal diesen Kreis. Ja, jetzt anpacken. So. Bisschen langsamer werden wieder. Das ist die falsche Stelle dann. Da gehen wir wieder auf den Dingens. ...62 und 6. Okay, was haben wir jetzt? 8 und 22, das lassen wir erstmal so. Gut. Bedeutet, wir müssen bis dahin vor. 200. Ja, wir hoffen, dass wir das so alle so hinkriegen dann. Okay, wir haben jetzt in unserer Rakete niemanden dran. Das ist doch richtig, oder? Ja, hier fehlen sie ja. Das bedeutet, wir können alle drei aufnehmen. Selbst wenn wir jetzt das nur schaffen, dass wir die zueinander führen, ist ja schon mal was, dass wir nur noch nachher mit einer weiteren Rakete notfalls der Kapsel... Ne? Sag schon. Eine Kapsel anfliegen müssen. Momentan müssen wir zwei anfliegen. Wenn das nicht klappen sollte, dann haben wir immer noch die Möglichkeit halt, die anderen beiden, also alle in eine Kapsel zu holen. Und wenn die Rettungsaktion dann keinen Rückweg hat, dann können wir immer noch wieder eine neue machen und wir brauchen nur einmal umsteigen. Obwohl einmal umsteigen ist gut, einfach aus dem Grunde, weil du musst mit jedem Einzelnen rüber, ne?
Gut, okay. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erst wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.